That's all I need. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu einem neuen Championat. Heute hier wieder in Moorland. Ich bin sehr gespannt, ob es gut wird oder nicht, denn wir haben ja ein bisschen trainiert. Und Pixelwing ist so richtig gut drauf, deswegen mal schauen, wie es heute so klappt. Es dauert noch ein paar Minuten, bis es losgeht. Deswegen würde ich sagen, genießen wir noch ein kleines bisschen die Stille, also die Ruhe vor dem Sturm quasi. Und dann würde ich sagen, geht es gleich los. So, noch 4 Minuten, dann geht es los hier in Moorland. Und was ich euch mal zwischendurch ganz kurz zeigen wollte, ist hier ein Clubtreffen, das hier gerade stattfindet von den Victorious Horses, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ich fand das jetzt gerade, dass es relativ cool aussieht hier mit den Outfits und dass alle dabei sind und die machen auch gleich beim Championat mit. Und ja, das wollte ich euch einfach mal nicht vorenthalten, dieser wunderschöne Blick auf dieses Clubtreffen. Und ja, gleich werden die Gruppen eingeteilt und dann geht es los. Drückt mir ganz doll die Daumen. Ich versuche auch wieder nicht so viel zu quatschen, deswegen würde ich sagen, springen wir von hier aus jetzt direkt zum Start. Und damit, let's go, concentration on. Ich bin wieder ein bisschen aufgeregt. Das ist total furchtbar bei mir immer. Ich versuche es echt runterzuschrauben, weil umso mehr ich will, dass alles gut läuft, umso schlechter ist es bei mir immer. Also ganz, ganz komisch. Aber naja, egal, wie dem auch sei. Ich versuche es, ich gebe mein Bestes und damit sage ich, let's go! Ich bin Championatsgruppe 2, by the way. Ich habe es mir schon so gedacht, dass es mehr so Gruppen auf jeden Fall gibt und ich habe es auch echt gehofft, dass ich in Gruppe 2 komme, weil gerade die Mädels hier, die sind ja super ausgestattet und alles, ne? Also richtig, richtig krass. Damit würde ich sagen, geht es los. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Diese blöde Nervosität, ne? Ich kriege es einfach nicht in den Griff. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich, wie ich das ein bisschen lockerer nehmen kann und nicht ganz so verkrampft hier bin bei den Rennen. Aber genug gequatscht, es geht los. Oh mein Gott. Ja, was soll ich sagen? Ich habe den einen Wind verpasst. Ich habe den einen Wind einfach verpasst. Ich habe die Kurve nicht mehr bekommen. Und dieses eine Hindernis, da wo ich über den Zaun springe, auf diesen Hügel drauf und dann wieder über das Hindernis und über den Zaun, das ist immer noch so ein bisschen kritisch tatsächlich. Das klappt mal richtig gut und mal halt klappt es gar nicht. Jetzt hat es so mittelmäßig geklappt. Aber die Mädels waren auch alle mega schnell, ne? Also, ich glaube, der Server, da kommt teilweise halt so mit der Verarbeitung da nicht so ganz hinterher. Vielleicht liegt es auch mit, na, mein Internet kann es nicht liegen, vielleicht eher am PC oder keine Ahnung, woran es liegt. Auf jeden Fall, wenn ich am ersten Platz hier zu sehen bin, dann bin ich in der Liste ja gar nicht zu sehen. Also, das ist total krass irgendwie, dass die Performance da nicht so richtig hinterherkommt, wie es wirklich ist.
Sehr lustig. Jetzt bin ich gespannt, welcher Platz ich bin. Denn ich habe das gar nicht so richtig gesehen. 6 könnte sein vielleicht. Platz 6 oder 7, weil es waren echt viele richtig dicht beieinander. Und dadurch, dass ich den einen Wind hier am Schluss verpasst habe, habe ich halt auch die Chance des Überholens verpasst. Und Glückwunsch an Johanna, Cassidy und Clara für Platz 1, 2, 3 auf Platz 6. Gut geschätzt, gut geschätzt. Ja, habe ich doch gesehen, dass da so eine Handvoll Mädels kurz vor mir ins Ziel noch gekommen ist. Und ja, hätte ich den Wind noch bekommen, hätte ich es vielleicht noch schaffen können, hier dazwischen zu rutschen. Aber wie gesagt, die haben das richtig, richtig krass gut gemacht. Das ist unglaublich. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch natürlich an alle Gewinner. Und ja, das Clubtreffen geht hier auch weiter. Damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.